Gestein. Und doch hat man mich tief verletzt. Irgendwo tief in mir bin ich ein Kind. Der Bodensee ist immer eine Reise wert. Wer also verreisen möchte und am Bodensee vorbeifährt, der sollte sich auch mal die Zeit nehmen und sich mit dem Bodensee etwas beschäftigen. Der Bodensee ist eine ganz tolle Formation und Formationen aus der alten Eiszeit heraus kennen können. Der Bodensee selber ist letztendlich geprägt dadurch, dass die Gletscher sich hier eine Glazialterrasse geschaffen haben und hier ihren Ursprung dann beendet haben und beziehungsweise ihre Wanderung beendet haben. Sipplingen ist dabei der westliche Zipfel, wo der Rhein letztendlich dann ins Rheintal einmündet und dort dann die ganze Geschichte des Rheines mit der Lorelei, mit allem, was um den Rhein vermüten, mit Liebenungen geht. Dort ist der Ausgang des Rheines vom Bodensee. Der Rhein kommt ja von der Schweiz rein, geht durch den Bodensee durch und der Rhein ist dann in dieser Region Sipplingen dann im Ausgang bestellt. Wir haben dann in Sipplingen die tollen schroffen Felsformationen. Sipplingen liegt letztendlich in einem Tal, wo mit Sandstein geprägt ist und steile schroffe Felsen vorhanden sind. Sipplingen selber ist aus einem Rheintal entstanden, aus der Gletscherzeit heraus, in der Eiszeit, wo wir die Formationen so hatten, dass im Obersee, alles was dann drüben ist, in Radolfzell, der ist noch lange unter den Gletschern gestanden, da ist der Überlinger See bereits schon freigestanden und somit ist aus dem Überlinger See dann ein Gletschersee entstanden, wo der Ursprung des Lebens des Bodensees begonnen hat. Dazu werden wir noch ein weiteres Video zeigen über die Pfahlbauten am Bodensee in Unteruldingen. Richtigerweise muss man das so erklären, dass der Bodensee aus zwei Armen besteht. Einmal der Obersee, das ist der Arm, den ihr unten seht, und einmal der Überlinger See. Und hier ist der Bodensee geteilt worden. Die Teilung ist die Halbinsel, die ihr in der Mitte sehen könnt, das ist die Höri. Und die Höri teilt damit den Bodensee in seinen Armen und der Rhein selber, das seht ihr ganz unten im linken Eck, dort fließt der Rhein dann aus dem Bodensee heraus. Und hier seht ihr im Hintergrund noch mal die Höri. Die Höri ist eine fantastische Halbinsel, die ihr mal besuchen solltet. Ihr könnt dort sehr gut kulinarisch auf der Gegenseite von Radolfzell könnt ihr dort sehr gut essen, sehr gut trinken. Es gibt dort alles, was ihr euch kulinarisch denken könnt. So, wir fahren aus dem Parkplatz raus über den Bahngleis. Die gesamte Bahn begleitet den ganzen Bodensee direkt am See. Und wir reisen jetzt über eine wunderschöne Höhenstraße, die von Sipplingen nach oben geht, über Überlingen bis dann rein nach Überlingen selber. Das geht also weiter bis Birnau dann. Da machen wir aber einen Zwischenstopp in Überlingen. Und hier seht ihr diese schroffen Sandsteinfelsen. Und ihr müsst euch das so vorstellen, dass der gesamte Bodensee auf der Seite Sipplingen so gestaltet ist. Und erst ab Überlingen wird der Bodensee dann flach und wir sehen jetzt hier das erste Panorama über aus Überlingen. Und Überlingen ist sehr schön gelegen am Bodensee. Ihr seht dort im Hintergrund die Alpen. Beginnen tut das Ganze dann letztendlich in Bregenz irgendwo mit der Canisfluh und über die Canisfluh selber geht dann auch der E5 von dort über den Bodensee drüber los. Der E5 ist letztendlich ein Weg, wo wir dann von Bregenz aus wandern können. Das ist so eine Parallele, wo wir am Jakobiweg vorbeikommen und letztendlich den ganzen Weg bis nach Südtirol hinunter finden können.
Überlingen ist eine sehr alte Stadt. Sie ist schon sehr früh erwähnt worden und es ist aus einer alemannischen Siedlung heraus gegründet worden. Das ist also so Parallelen wie aus den Pfahlbauten, die wir aus Unterullingen kennen. Die Menschen haben sich am See angesiedelt und die Entwicklung ging bereits im 7. Jahrhundert hervor und dort wurden die ersten Erwähnungen vom gegen Gallus und Überlingen erwähnt. 770 wurde dann das Ganze noch einmal näher erwähnt und die Siedlung in Seenähe bekam einen Stadtcharakter. Auch hatten wir es dann in der weiteren Entwicklung mit einem sehr edlen Stauferkaiser, Friedrich II. Und so Barbarossa zu tun und er verlieh Überlingen beziehungsweise der damaligen Siedlung noch 1181 das Marktrecht. Später hat es dann Friedrich II. Dann aus dem Marktrecht das königliche Stadtrecht gemacht. Überlingen ist geprägt von St. Nikolaus. St. Nikolaus ist das Münster, das ihr im Stadtkern findet und das ist die Stadtkirche von Überlingen selber und sie wurde 1350 und 1576 im Stil der Spätgotik errichtet. Ein ganz spannendes Bauwerk, wer sich mit Bauwerken mal irgendwann irgendwo architektonisch Gedanken macht, sollte sich dieses Bauwerk anschauen. Zur Ausstattung größten speckbarocken Kirchenbautes am Bodensee gehört natürlich auch Meisterwerke. Meisterwerke von Jörg Zürn sind hier zu erkennen. Unbedingte Beachtung sollten die Fresken am Südtor, am großen Tor, wo sie zugerichtet ist. Richten wir unser Auge dann gegen den Bodensee Richtung Süden, dann erkennen wir den Ölberg. Man darf nicht einfach nur die steile Treppe hinuntergehen und diesen Ölberg versäumen. Der Ölberg wurde 1469 es wurde dann 1493 mit dem Bau begonnen und man muss beachten und man sollte das beachten, wenn man dort, bevor man die Treppen runtergeht, dass über die 8 Stützen ein tolles Sternengewölbe zu erkennen ist. Ein Sternengewölbe, das in einem Oktogon früher aufgeteilt wurde und jetzt in einem Pavillon als Oktogon wieder gezeichnet wird. Das Oktogon selber werden wir euch ja später noch aufzeigen, auch wie das Oktogon im Baulexikon dann berechnet wird. Thank you.
von mir, ohne ein Bild von mir. Die kleine Träne darauf sagt, ich liebe dich. Nachdem uns der Musikverein Zotznek verabschiedet hat mit einer tollen Polka, reisen wir jetzt weiter nach Birnau. Birnau ist ein Kloster, das wir nicht versäumen dürfen am Bodensee. Zuerst wollen wir aber nochmal über die Höhe schauen und gucken. Ganz hinten rechts war Sipplingen, wo wir angefangen haben. Jetzt geht es über den ganzen Höhenweg, der letztendlich eine Bundesstraße ist, eine stadtbefahrene Bundesstraße ist, fahren wir jetzt weiter nach Birnau. Erkennen wir, dass uns die gesamte Geschichte, Vegetation vom Bodensee letztendlich hier begleitet. Einmal ganz klar zu sehen, der Wein. Alle diese Gegend, was hier am Überlinger See stattfindet, ist eine reine Weingegend. Hier werden sehr tolle Weine angebaut, edle Weine angebaut, die weltweit gesucht werden. Aber der Wein alleine ist nicht nur die Grundlage vom Bodensee. Nein, der Bodensee ist geprägt von der oberrheinischen Tiefebene und wir haben dort Sommer und mediterranische Grundlagen, wo wir in anderen Teilen Deutschlands Winter haben. Wir haben hier natürlich eine herausragende Vegetation von Obstbäumen. Wir haben tolle Erzeugnisse aus Zwetschgen, aus Birnen, aus Obstbäumen, aus also aus Apfel, aus Birnbäumen und Quitten beispielsweise, wo wir ganz tolle Erzeugnisse machen können, wie Schnaps beispielsweise und auch Most natürlich, was wir brauchen können und vor allem auch dafür, dass wir exzellente Verbrauchsmittel machen können. Thank you.
wir wollen unsere Reise zum Bodensee soweit mal beenden. Ihr seht, das ist nur ein kleiner Teil vom Bodensee, was wir heute besprochen haben. Ihr seht auch, dass wir am Bodensee sehr viele Kulturgüter haben. Ihr seht, dass wir sehr viele Städte haben, die aus dem Mittelalter raus geprägt sind. Also kommt einfach mal her und schaut Bodensee mal an. Ihr seht, wir haben jetzt nur einen Arm besprochen und wir wollen uns jetzt verabschieden. Da seht ihr jetzt noch das Weingut von Birnau. Oben, wo der gute Wein gebrannt wird, dort ist auch ein sehr gutes Gastronomiegewerbe. Also kommt einfach mal zum Bodensee, kehrt ein. Wir freuen uns, wenn ihr vorbeikommt. Und allem zuvor, der Bodensee ist eine tolle geometrische, geografische Erdformation, wo wir aus der Geschichte heraus lernen können. Besucht uns einfach mal auf dem Baufachforum www.baufachforum.de und im Anschluss kommt jetzt natürlich ein Werbeblock. Wenn ihr qualifizierte Handwerker wollt und sucht, dann müsst ihr jetzt zugreifen. Da findet ihr sie, hier in diesem Werbeblock. Notenmappe beinhaltet natürlich nicht nur Polkas und Walzer, sondern versuchen auch immer wieder moderne Titel mit einzubauen. Modern heißt in dem Fall ein Titel von Peter Maffay. Wer kennt ihn nicht als großen Texter und natürlich auch als großen Musiker auf der Bühne? Aus Tabaluga haben wir einen Titel dabei und das Ganze nennt sich Nessaya. Viel Spaß, Peter Maffay und Nessaya. Tief verletzt. Irgendwo
Es ist für mich zu spät.